will euch herzlich willkommen heißen in diesem kleinen, aber vollgepackten Raum mit über 180 Leuten. Uns ist schon heiß. Ich möchte aber auch die willkommen heißen, die im Kino, im Sendlinger Tor-Kino sind. Ich glaube, bei euch ist es nicht ganz so heiß wie bei uns. Aber wir machen mal einen kurzen Willkommensapplaus für die, die im Kino sind. Achtung, 1, 2, 3. Also ihr seht schon, im Kino, hier ist die Stimmung gut. Jetzt wollen wir natürlich euch hören. Ja? Also uns habt ihr es gehört, wollen wir gerne München hören. Achtung. Ja? Nicht schlecht. Ja? Nächstes Mal mit aufs United Camp kommen, da wird es lauter. Aber schön, dass ihr dabei seid. Heißes Eisen ist das Thema verletzt. Und ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir verletzt werden oder wie oft wir verletzt werden, sondern wie kann ich mit Verletzungen umgehen. Dieses Thema verletzt und Verletzungen ist mir und meiner Frau so sehr auf dem Herzen, dass wir seit Monaten darüber nachdenken, eine Serie zu machen. Und deswegen machen wir heute eine interaktive Predigt mit mir, meiner Frau, der Jeanette, die ihr noch kennenlernen werdet, zu diesem Thema. Ich glaube, die Frage ist, wie bewusst es dir gerade ist, ob du verletzt bist und verletzt wurdest, aber wir werden eigentlich jeden Tag auf irgendeine Art irgendwo verletzt. Es mögen nur ganz kleine Dinge vielleicht sein. Ein kurzer Spruch vom Arbeitskollegen. Oder die Frau ist nicht so gut gelaunt, wie ich es wollte, als ich heimkomme. Oder was auch immer. Es fängt klein an, aber kann ganz groß werden. Und es sind Situationen in deinem und meinem Leben, wo einfach Ereignisse vielleicht von jetzt auf gleich kommen, vielleicht in der Partnerschaft. Dass du Sachen erlebst, mit Mann, mit Frau, wo du auf einmal merkst, okay, das sind Dinge in meinem Leben passiert oder passieren immer wieder, wo die schon lange vorbei sind, aber sie beeinflussen mich immer noch. Es ist so, wie wenn da zwar die Situation vorbei ist, aber wie wenn ich daran gefesselt wäre, heute noch. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst. Vielleicht bist du mal von einem Mann, von einer Frau verletzt worden. Du denkst, es ist schon längst vorbei, aber dann kommt irgendwann eine Situation, wo du denkst, naja, ich bin doch eigentlich drüber weg, ist kein Problem. Du willst wieder eine neue Beziehung eingehen, auf einmal merkst du irgendwie, ich hänge irgendwo noch. Das hat zwar nichts mit dem neuen Partner zu tun, aber ich hänge immer noch fest. Oder innerhalb der Ehe, da kann man sich sehr, sehr gut verletzen. Vielleicht schon fast am besten. Ja? Weil man ist sich so nah wie keinem anderen Menschen. Selbst mein Sohn ist mir nicht so nah wie meine Frau. Meine Frau kann mich am stärksten verletzen und ich kann meine Frau am stärksten verletzen. Und wenn wir das immer mitschleppen, das ist schon lange vorbei, da kommt der nächste Konflikt, wir denken, alles super und der Teppich hier kehrt und auf einmal wollen wir wohl angehen, auf einmal geht's nicht. Der Spielradius im wahrsten Sinne des Wortes ist eingeschränkt, weil ich hänge irgendwo in der Vergangenheit fest. Ich möchte zwar nicht, aber es ist so. Und dann kommt vielleicht die nächste Verletzung dazu. Es wäre ja schön, wenn es nur eine wäre. Dann könnten wir noch ein bisschen Gassi gehen hier drumherum, ja, und hätten noch ein bisschen Bewegungsfreiheit. Aber was ist, wenn die nächste Verletzung kommt? Vielleicht wieder von einem Mann, vielleicht wieder von einer Frau oder innerhalb der Familie. Dann kommt die nächste Seil dazu. Es sind Situationen in deiner Vergangenheit. Sehen wir hier. Nächste Situation, du erlebst etwas mit Vater, mit Mutter oder wieder innerhalb der Familie, mit Kindern, mit Eltern. Und die nächste Situation kommt und du hängst schon wieder fest. Du denkst, es ist überstanden. Aber du merkst, es ist eigentlich gar nicht so. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Und ich weiß nicht, wie bewusst es dir ist. Aber jedes Mal, wenn du verletzt wirst und wir es nicht angehen, bleiben wir in der Vergangenheit bis zu einem gewissen Punkt hängen. Das sind auch noch andere Positionen. Zum Beispiel nehmen wir mal Kirche. Kirche ist auch etwas, wo man so dermaßen gut verletzt werden kann. Schöne motivierende Einladung vor diesem Kirchencamp. Man denkt manchmal, naja, in der Kirche, da sind ja nur heilige Leute, oder? Stimmt's? Bist du heilig? Ich glaube, wir müssen alle nach Hause gehen, wenn hier nur Heilige sein dürften. Also ich wäre nicht mehr hier. Dann denkt man, naja, aber in der Kirche sind doch alles Christen. Ein Christ muss doch gut sein. Nur weil du Christ wirst, das weißt du selber, wenn du schon Christ bist, bist du nicht ein anderer Mensch über Nacht. Dein Charakter ist noch genauso gleich wie gestern, obwohl du ein Gebet gesprochen hast, als ob du einen Zauberspruch sprichst. Jesus, komm in mein Leben. Boah, ich bin ein ganz anderer Mensch. Mein Charakter ist perfekt. Ich bin nie mehr ungeduldig. Ich bin einfach die Liebe in Person. Du kannst machen. Stimmt das? Du bist noch der Gleiche, du hast aber eine Ressource auf einmal, wo du vorwärts gehen kannst. Nur weil du Christ bist, heißt noch lange nicht, dass du Verletzungen angegangen bist. Du kannst als Christ geistlich genauso aussehen wie hier. Sieht fast schon ein bisschen lächerlich aus oder dramatisch, wie du willst. Dann kommt die nächste Situation dazu, dass du vielleicht denkst, naja, im ICF ist es doch anders. Ich wurde in der alten Gemeinde verletzt, aber jetzt hier ist es doch bestimmt anders. Ich sage dir, Menschen verletzen Menschen. Und verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Das ist das Leben. Und die Frage ist nicht, wenn du neu in dieser Kirche bist, ob du irgendwann verletzt wirst. Du wirst irgendwann von irgendjemandem in deinem Small Group oder irgendjemand kommt dir schräg oder was auch immer. Oder der Tobi macht einen dummen Spruch in der Predigt.
Irgendwann wirst du wieder verletzt werden. Die Frage ist nicht ob, sondern wie kann ich damit umgehen? Die nächste Situation kann vielleicht sein, nicht Kirche, nicht Partnerschaft, nicht Familie, sondern vielleicht Arbeit. Ja, Arbeit ist eine schöne Situation, wo man schön verletzt werden kann. Vom Chef, von den Mitarbeitern, vielleicht Mobbing, was auch immer. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber nächste Situationen, die dich immer weiter limitieren. Die Bewegungsfreiheit wird auf eine Art immer kleiner. Ich kann mich zwar jetzt immer noch ein bisschen bewegen, aber es wird immer schwieriger. Ist das das Leben, von dem Jesus sagt, das ist der Überfluss? Und dann sind es vielleicht auch noch Freunde. Die Freunde, wo du Situationen erlebst mit den engsten Freunden, Jesus zum Beispiel, erlebt mit seinen engsten Freunden die schlimmsten Sachen. Im Garten Gethsemane ist er. Ich hätte es gerne um den Hals, bitte. Danke. Weil Freunde können einem wirklich die Luft zum Atmen nehmen. Ja, so ist gut. Im Garten Gethsemane sagt Jesus zu seinen Freunden, ich werde einen sehr schwierigen Weg gehen. Könnt ihr bitte ein paar Stunden mit mir wach bleiben? Die erste große Bitte, die Jesus an seine Jungs hat, oder? Hat er sie vorher schon mal um Gefallen für sich gebeten? Nein, nie. Der erste Gefallen nach 3 Jahren nur geben, geben, geben ist, könnt ihr mal mit mir ein paar Stunden wach bleiben? Und die pennen andauernd ein, die Penner. Wärst du da nicht verletzt, wenn du denken würdest, sag mal, für wen mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Für euch, oder? Hätte doch Jesus sagen müssen. Und jetzt pennt ihr ein. Oder am Kreuz, hängt er am Kreuz, an Ostern laufen die Jünger weg wie die Osterhasen. Die hauen alle ab. Jesus ist verlassen, er ist verraten von den engsten Freunden. Und Jesus schafft es offensichtlich, aber nicht so weiterzuleben. Aber das ist ein Fakt in deinem und meinem Leben, dass wir gefangen sind in Schnüren und nicht mehr rauskommen. Der Tobi hat jetzt einige Themenbereiche aufgezählt, wo man verletzt werden kann. Was hast du denn erlebt oder wo bist du verletzt worden? Also ich bin innerhalb von meiner Familie verletzt worden. Ich muss kurz die Rahmenbedingungen erzählen. Und zwar, meine Mutter hat mich mit 41 Jahren noch bekommen. Das heißt, ich war ungeplant gewollt und wir hatten einen großen Getränkevertrieb und dadurch hatten meine Eltern im Grunde nie Zeit. Mein Vater war dazu noch alkoholkrank und dadurch war meine Mutter sehr gestresst. Und hat mir einfach auch immer wieder gesagt, dass ich sie nerven würde, ich solle mich verziehen. Und und immer wenn mein Vater stark getrunken hatte, hat sie sich halt für sich zurückgezogen. Mhm. Und ich war dann oft allein mit meinem Vater und er hat mich dann über Jahre hinweg missbraucht. Mhm. Wie bist du denn mit dieser schlimmen Verletzung, die du einfach als Kind über Jahre hinweg erlebt hast, umgegangen? Was waren deine ersten Reaktionen darauf? Für mich, ich habe mich innerlich von meiner Außenwelt, sage ich mal, zurückgezogen. Ich habe nach außen versucht, allen alles recht zu machen, mich anzupassen, besondere Leistungen zu bringen. Aber innerlich war ich zutiefst traurig. Alles, was ich ja wollte, war eigentlich geliebt werden und angenommen werden. Und das habe ich einfach nicht erfahren. Und ich war auch wütend. Ich hatte ganz viel Hass auch und Ärger in mir. Aber ich konnte das ja nicht loswerden, weil sonst hätte ich ja Ablehnung erfahren und habe das somit an mir selbst ausgelassen. Ich habe mir dann innerlich vorgenommen, ich werde mir das Leben nehmen, irgendwann. Oder ich hungere mich zu Tode. Ich konnte einfach dann auch nicht mehr essen. Und bin dann einfach krank geworden. Und das ging dann über Jahre hinweg so. Und als ich dann 17 war, ist mein Vater gestorben. Und eigentlich habe ich gedacht, jetzt ist die Sache erledigt. Aber da ich die Verletzung nie loswerden konnte und auch das Ganze nie angegangen bin und es auch nicht wollte, weil ich mich so geschämt habe, habe ich es weiter mit mir rumgetragen. Und selbst als mein Vater sich in einem Abschiedsbrief noch bei mir entschuldigt hat und mich um Vergebung gebeten hat, konnte ich das einfach nicht loswerden. Und ich habe das dann mit mir rumgetragen. Ich hatte dann auch verschiedene Psychiatrie- und Krankenhaushalte, Krankenhausaufenthalte hinter mir und mit 22 war eben so ein Punkt erreicht, wo mich alle aufgegeben hatten und die Ärzte auch
gemeint haben, da ist nichts mehr zu warten, jetzt kann man nur noch warten, bis sie eigentlich stirbt. Also. Und hattest du in der Zeit, hat Gott für dich irgendeine Rolle gespielt? Also jetzt in diesem ganzen Zeitraum? Also da ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, hat Gott immer eine Rolle gespielt. Aber für mich war Gott immer der, der mich straft, der mich vergessen hat, dem ich nie was recht machen kann. Also so der liebende Gott, das kannte ich nicht. Also ich habe zwar schon alles, was man so in christlichen Kreisen eben so mitmacht, schön brav mitgemacht nach außen, aber innerlich war ich eigentlich tot. Okay, danke erstmal. Natürliche Reaktion, die ist so natürlich und trotzdem so einengt. Ich kann sagen, ich bin verletzt worden, vielleicht so extrem wie die Jeanette, vielleicht im Alltag, vielleicht schon mehrmals, egal in welchem Bereich, auch wenn ich nicht aufgezählt habe. Und das Problem ist nicht nur, dass ich festhänge, sondern dass ich an diese Verletzung, an die Vergangenheit, wo ich festhänge, sich nur Sachen noch dranhängen. Zum Beispiel kann ich nachtragend werden. Ich habe eine Situation erlebt und ich sage, das kann ich der Person auf keinen Fall vergeben. Das trage ich dir nach. Du hast es nicht verdient, dass ich dir vergebe. Kennst du so Gedanken? Die Frage ist nur, wenn ich nachtragend bin, das Wort nachtragend sagt schon, wer trägt denn was? Ich. Es kann sein, dass die Person es schon längst vergessen hat. Vielleicht ist sie schon tot. Und trotzdem trage ich immer noch. Oder es kann etwas anderes sein. Es kann der nächste Punkt sein, dass ich anfange zu lästern, weil ich denke, das ist ein gutes Ventil. Ich fange an, schlecht zu reden vielleicht über die Person, über meinen Arbeitskollegen oder wen auch immer. Und ich merke einfach, kurz fühlt sich's gut an. Kennst du das? Kurz fühlt sich das so gut an. Mal den Druck abzulassen, oder? Mal schlecht zu reden. Aber danach geht es jedenfalls mir so, dann fühle ich mich noch schlechter. Oder? Es ist nicht wirklich befreiend. Fällt sogar runter. Oder was ich auch noch anfassen kann, ist auch noch Misstrauen. Dass ich vielleicht immer wieder etwas Schlechtes erlebt habe, zum Beispiel in der Partnerschaft. Und dass ich an den Punkt komme, wo der nächste Partner kommt und ich habe so ein Misstrauen gegenüber Männern, gegenüber Frauen, dass ich mich gar nicht darauf einlassen kann. Ich trage Masken vielleicht, mein Herz ist so verkrustet, dass da keiner mehr ran darf, vielleicht auch in der Kirche. Ich bin vom Christsein so verletzt, dass ich mich nicht mehr öffne. Und ich habe ein Misstrauen gegenüber den Menschen. Es kann auch vieles anderes sein. Es kann zum Beispiel auch körperliche Folgen sein, wie die Jeanette gesagt hat. Dass ich es an mir selber auslasse, Bulimie, Magersucht, was auch immer dann kommt. Oder es kann auch Rachegedanken sein. Ich habe im letzten Fokus gelesen, dass eine Frau, deren Tochter von einem Sexualverbrecher getötet wurde, gefragt wurde, warum haben sie nie gedacht oder gewollt, dass diese Person getötet wird? Warum wollten sie sie nicht töten? Da hat sie eine sehr interessante Aussage gemacht. Hat sie gesagt, wenn ich diese Person töten würde, würde es mir kurz besser gehen. Aber danach würde das meine ganze Kraft kosten, mein schlechtes Gewissen, dass ich wüsste, ich habe jemanden umgebracht, dass ich nicht mehr um meine Tochter trauern könnte. Und ich brauche meine ganze Kraft für meine Tochter. Was für eine Aussage. Also Rache bringt es auch nicht. Oder Selbstmitleid. Ich bin ein Opfer. Ich gefalle mich vielleicht sogar in der Situation, dass ich denke, naja, ich bin arm dran. Ich bin ein Opfer der Situation von Menschen oder was auch immer. Auch das ist nicht die Lösung. Geistlich gesehen sieht deine Seele und dein Geist von mir und von dir oft so aus. Wenn Gott dich und mich anguckt, sieht er das alles. Und er sagt nicht, Mensch, du böser Mensch, das Lästerste. Jetzt trägst du nach. Ich glaube, er weint um dich und um mich. Weißt du warum? Weil er weiß, was das hier bedeutet. Das ist nicht das Leben im Überfluss. Das ist nicht, wofür Gott dich geschaffen hat. Nur das Problem ist, das wirst du immer und immer und immer wieder erleben. Und deswegen ist die Frage, was ist die göttliche Reaktion? Jesus hat all das erlebt. Von engsten Familien, von Kollegen, von allen möglichen Leuten wurde angegriffen. Aber er sah nie so aus wie ich jetzt. Wie hat das gemacht? Wie hat das hingekriegt? Was ist die göttliche Reaktion? Und ich habe viele Bibel gelesen und es gibt sehr herausfordernde Bibelstellen. Ich möchte drei vorlesen. Die erste sehen wir jetzt auf dem Screen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Das hört sich noch ganz nett an, oder? Ja, und jetzt wird es aber ein bisschen krasser, das ist manchmal das Unangenehme bei Jesus, die nächste Aussage. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihn aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Das sind doch Bibelverse, wo ich hoffe, sie sind falsch übersetzt. Oder? Der Mensch, Gott,
Das hört sich jetzt aber gar nicht so positiv an. Wie, du vergibst mir nicht, weil ich nicht vergebe? Was soll das denn jetzt? Muss ich mir jetzt doch verdienen oder was? Ich möchte ein Zitat von Paulus vorlesen, im Römerbrief. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigebrochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Also Leistung ist es nicht, aber doch muss ich irgendwas tun. Wie geht das jetzt? Das ist genauso wie Vergebung. Vergebung muss ich annehmen. Wenn ich sie nicht annehme, habe ich nichts davon, dass Vergebung da ist. Liebe. Für Liebe muss ich mich öffnen, sonst habe ich nichts dafür, dass Liebe irgendwo da ist. Und so ist es auch mit Vergebung. Es gibt geistliche Prinzipien, es sind wie Naturgesetze. Da lebt Gott mich nicht mehr und nicht weniger, aber er sagt dir, wenn du hier raus willst, ist genau wie die Erdanziehung. Wenn du das nicht machst und aus dem Fenster springst, dann geht's nach unten. Dann knallst du unten auf. Du kannst zwar probieren, aus dem Hochhaus zu springen und sagen, Engellein, Engellein, flieg. Du wirst unten aufknallen. Das sind Naturgesetze. Es gibt geistliche Gesetze. Du kannst so leben. Die Frage ist, willst du das? Und was hilft mir jetzt wirklich? Wie kann ich wirklich Heilung erleben? Wie kann ich wirklich erleben, dass diese Schnüre durchgeschnitten werden? Wie kann ich wirklich erleben, dass Gott mich wirklich frei macht? Dass keine Spuren mehr in meinem Alltag sind. Das werden wir jetzt von Jeanette und Frau hören. Ja, ich finde, das klingt krass, wenn der Tobi das so sagt, was göttliche Reaktionen wie sein können, wie Gott einen eigentlich frei machen will. Und was hast du denn erlebt in dem Bereich mit Gott? Also, als ich dann in dem Punkt war, wo es für alle nicht mehr weiterging, und dann hat Gott mir eine Nacht einen Traum geschenkt. Da war ich in einem leeren Raum und ein Mann kam in das Zimmer und hat mir seine Hand auf den Kopf gelegt und hat mir zugesagt, dass Gott mich heilen wird und heilen will. Und nach dem Traum habe ich erst gedacht, ja, das habe ich mir irgendwie nur eingebildet. Und kurz darauf hat sich das ergeben, dass eine Familie, die Christen waren, gesagt haben, sie würden mich aufnehmen und würden das Risiko eingehen und einfach mir versuchen zu helfen. Und in der Familie war es aber selbst auch so, dass ich nicht darüber reden wollte, was war in der Vergangenheit. Und durch das war man halt an einem Punkt, wo es einfach nicht weiterging. Und die haben viel gebetet und auch gefastet dann für mich. Und ich bin eines Tages dort spazieren gegangen, quer durch den Wald, einfach um nachzudenken, wie es weitergehen kann. Und dann kam ich an eine Lichtung. Und mitten der Lichtung stand ein altes Holzkreuz, also aus zwei einfachen Flöcken zusammengenagelt. Und ich habe dieses Kreuz angesehen und es fiel mir eigentlich wie Schuppen von den Augen. Ich hatte plötzlich das Bild vor Augen, wie Jesus da an diesem Kreuz hängt und für mich stirbt. Und das war das erste Mal, wo mich das berührt hat, so richtig berührt hat. Und ich habe gemeint, oder ich weiß, dass er mir zugesagt hat, er ist für all das gestorben, für all das, was ich erlebt habe. Er hat alles gesehen, aber er will es mir auch abnehmen. Er will mir helfen und er will mich heilen und er hat mich lieb, er liebt mich von ganzem Herzen und er will, dass ich lebe. Und als ich das so für mich gehört habe, habe ich einfach angefangen, alles aus mir rauszuschreien. Also ich weiß gar nicht, ich hoffe nicht, dass jemand in der Nähe war, aber im Wald. Ja, ich habe einfach, ich musste einfach jede Situation, alles einfach mal aussprechen und habe auch Gott angeklagt, wo er war, warum er das alles so zugelassen hat. Und dann wurde ich innerlich ganz ruhig. Ich hatte so eine ganz tiefe Ruhe. Ich kann das gar nicht so in Worte kleiden, was das war. Und auch eine Gewissheit in mir, dass es weitergehen wird. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich viel mir selber auch Schaden zugefügt habe und schuldig geworden bin. Und habe dann auch erstmal ja, Gott gesagt, dass es mir leid tut, dass ich weggelaufen bin. Genau, und dass du das dann alles so rausgelassen hast oder da rausgeschrien, wie du gesagt, auch Gott angeklagt, war dann auf einmal alles super? Also war dann alles weg mit einem Mal? Nein, also
ich wusste zwar, dass es weitergeht und ich habe mit Gott sozusagen einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn du wirklich willst, dass ich lebe und wenn du mich liebst, dann ich brauche deine Hilfe, dann musst du mit mir da durchgehen jetzt und dass ich auch das alles aufarbeiten kann und mich öffnen kann und wieder Vertrauen auch zu Menschen fassen kann, auch mal aus meinem Selbstmitleid und aus der Opferrolle rauskomme. Ja, und dann war das einfach so, dass die Familie, in der ich dann war, mich begleitet hat und auch Gott ihnen Impulse gegeben hat, Dinge anzusprechen und so. Ja, es war nicht leicht, aber es hat auch Jahre gedauert. Würdest du sagen, es hat aber dann viel einfach mit den Emotionen zu tun oder mit einer Entscheidung, die du getroffen hast, immer wieder? Also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich will meinem Vater und auch meiner Mutter vergeben, damit ich frei werden kann, damit ich mir nicht selber mehr im Weg stehen muss und dass auch die Blockaden, die ich habe, weggehen. Jetzt sitzt du hier so und erzählst einfach so aus deinem Leben. Wie würdest du dich heute bezeichnen? Wie bist du gesund oder wie geht es dir heute? Ich bezeichne mich als geheilt und als frei, weil ich weiß, Jesus hat mich frei gemacht von all dem. Und das Alte, wenn mich das gefangen nehmen will, dann weiß ich, ich kann zu Jesus gehen und ich habe auch, oder zu anderen, die für mich beten und mit mir beten. Ja. Und deine Mutter, die lebt ja noch. Genau. Es war dann so, dass ich nach dem Aufenthalt in der Familie bin ich wieder bewusst nach Hause gegangen, um einfach auch mit ihr das alles aufzuarbeiten. Und wir haben heute eine ganz geniale Beziehung. Also Gott hat es wirklich sehr gut gemacht. Also wir staunen beide selber darüber, dass was er da gemacht hat in uns beiden. Also auch sie für sich und ich für mich, genau. Vielen Dank. Und auch in der Vorbereitung jetzt für das Interview, ich habe das nochmal alles so mit ihr durchgesprochen und für uns war das dann wirklich wieder so zu sehen, dass Gott echt Wunder tut. Gott tut Wunder. Glaubst du das? Es ist doch faszinierend, dass man christlich aufwachsen kann, alles weiß und das Kreuz, das das Zentrum ist, wo Jesus sagt, das ist das Zentrum, was ich für dich gemacht habe, nie erlebt haben kann. Ich glaube, das geht nicht nur der Jeanette so. Es geht ganz vielen, vielen, vielen Christen so. Die wissen das alles, aber erlebt noch nie. Was die Jeanette aufgezählt hat, finde ich faszinierend. Sie hat gesagt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss die Entscheidung treffen, ich will vergeben. Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, wirst du selbst nicht Vergebung erleben. Wenn du nicht selber entscheidest, Jesus, hier bin ich lass los, wirst du auch nicht an den Punkt kommen, dass du befreit wirst. Wenn du sagst, ich kann das nicht, ich habe den Willen nicht, dann gibt Jesus dir sogar noch weiter einen Schritt entgegen und sagt folgendes im Philipperbrief, steht folgendes. Doch ist Gott allein, der beides in euch bewegt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Gott kann dir sogar den Willen schenken. Und du sagst, Gott, ich will nicht, ich will es, weiß zwar irgendwas Gutes, aber ich kann die Entscheidung nicht treffen, zu vergeben, loszulassen. Aber die Entscheidung zu treffen liegt bei dir und die kann dir keiner abnehmen. Und vielleicht musst du, wie die Jeanette, erst die Voraussetzung schaffen, um überhaupt loslassen zu können. Diese Lichtungserfahrung, Gott anzuschreien, Gott anzuklagen. Die Bibel ist voller Beispiele davon, wo David, ein Mann, der nach dem Herzen Gottes genannt wird, sich auf Deutsch gesagt bei Gott auskotzt über Menschen. Und er sagt manchmal Sachen, wo viele Theologen denken, das müssen wir aus der Bibel rausnehmen. Das ist zu krass. Der betet dann zum Beispiel, und ich wünsche ihnen, dass sie im Blut warten, ihre eigenen Gedärme. Muss man nachlesen. Das steht in der Bibel. Darf man so beten? Ist das denn korrekt? Als Christ denkt man manchmal, so darf man nicht beten, gell? Das nennt die Bibel Rachepsalme. Man verarbeitet das und kotzt sich so richtig aus bei Gott. Da denkt man manchmal, wenn man christlich aufgewachsen ist, darf man nicht. Da muss man immer sagen, Vater unser, geheiligt werde dein Name, Amen. Das ist ein bisschen lächerlich. Weißt du warum? Gott sieht dein Herz und dein Herz redet 24 Stunden, ohne dass du es weißt. Da kann Galle, Gift und Bitterkeit die ganze Zeit reden und als ob Gott überrascht wäre, so nach dem Motto, so, was denkst du über den Johnny? Bist du verrückt? Das weiß der eh schon. Das hört der 24 Stunden im Dauerloop in dir.
Selbst im Unterbewusstsein hört er noch hin. So. Vielleicht musst du die voraussetzen, vielleicht musst du wie so einen Psalm schreiben. Vielleicht musst du sagen, Gott, ich verarbeite vor dir im geschützten Rahmen. Vielleicht auch mit einem Freund, der Gott kennt. Ich hatte schon oft Verletzungen in meinem Leben, wo ich Freunde zugenommen habe und gesagt, wir müssen jetzt gemeinsam diesen Rache- und diesen Klagepsalm vor dich, vor Gott bringen. Der war dabei als Zeuge, hat mitgebetet. Ich habe es nicht ihm erzählt, direkt Gott. Und dann hat er danach für mich gebetet. Vielleicht musst du diese Voraussetzung erstmal schaffen, weil du so sehr in der Vergangenheit hängst. Deine Seele kann so sehr in der Vergangenheit festhängen. Und selbst wenn dein Geist weiß, ich muss vergeben, ich sollte vergeben, es wäre schlau zu vergeben, hängt die Seele da immer noch fest. Und im Rachepsalm, im Klagepsalm, auch gegenüber Gott, gehe ich wie in die Situation nochmal rein. Erlebe Emotionen, die die ganze Zeit da waren. Vielleicht muss ich Voraussetzungen schaffen. Vielleicht ist aber auch der nächste Strich dran, dass du es einfach mal aussprichst. Vor Gott, vielleicht vor einem engen Freund, der Gott auch kennt. Sein geistliches Prinzip, Dinge ans Licht zu bringen. Oder der nächste Schritt kann sein, dass ich loslasse. Hört sich auch jetzt wieder ein bisschen lustig an. Aber es gibt Situationen, wo Gott Dinge in deinem Leben losschneidet, du eigentlich nicht mehr gefesselt bist, aber du hältst selber fest. Warum sollte ich denn das machen? Es gibt eine Situation mit ein Lama von 4 Freunden zu Jesus gebracht. Und Jesus stellt immer lustige Fragen. Ja? Ich finde die wirklich lustig. Da liegt ein Gelähmter seit Geburt. Jesus weiß das, er weiß alles, er ist Gott. Wieder keine Überraschung für ihn. Der ist seit Geburt gelähmt. Seine Freunde bringen ihn zu Gott. Warum? Was würdest du sagen, warum? Ich würde sagen, dass er wieder gehen kann. Ich bin jetzt mal ganz frech. Und Jesus fragt den Kerl, was willst du, dass ich für dich tue? Hä? Warum fragst du das, Jesus? Ist doch logisch. Schau doch mal hin. Es ist nicht logisch. Ich kann so im Selbstmitleid sein, dass ich nicht loslasse. Ich bin so gewöhnt daran, in meinen Fesseln zu sein oder vielleicht durch Magersucht oder andere Dinge Aufmerksamkeit zu bringen, dass ich an meinem Gefängnis festhalte. Klingt krank, ist krank und machen wir fast jeden Tag. Ich muss auch loslassen. Das ist auch eine Entscheidung. Ich weiß nicht, wo du stehst, an welchem Punkt. Vielleicht ist es auch Bequemlichkeit oder Angst davor, wirklich ein mündiger Christ zu sein. Zum Beispiel, wenn ich immer Schulden habe, ja, im Geld, muss ich nie Verantwortung übernehmen. Ist doch praktisch, oder? Dann brauche ich nie zu Gott sagen, hier ist mein Geld, was wollen wir machen? Weil ich habe ja gar nichts. Und ich muss immer von meinen Freunden getragen werden, wie so ein Lama. Das ist auch schön, bequem. Ist aber nicht das Leben, für das Gott dich gemacht hat. Ist nicht der Überfluss, den Jesus vorlebt. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Vielleicht verdrängst du auch, das ist mein letzter Gedanke. Wir sind so Weltmeister im Verdrängen. Schwamm drüber Blues ist unser tägliches Musikstück. Schwamm drüber Blues. Passt schon, Mann, sagen meine Schüler immer. Passt schon. Das heißt, ich bin eigentlich zutiefst verletzt, dass du Arschloch zu mir gesagt hast im Sportunterricht, aber ich sage, passt schon. Und irgendwann kriegst du halt mal eine dann so richtig ab. Verdrängen können wir einfach sehr gut, aber es ist keine Lösung, es ist immer noch da. Ich möchte dich einladen, wir wollen eine Zeit gehen jetzt, wo du einfach mit Gott ganz ehrlich werden kannst. Vielleicht, egal was der Punkt bei dir ist, du hast einen Zettel und Papier bekommen, du kannst sagen, Gott, ich nehme die nächsten gesungenen Gebete dazu, um mal aufzuschreiben, wo Klage in meinem Leben ist, wo wie so ein Rache oder ein Klagepsalm in mir die ganze Zeit schlummert, weil da so eine Hass oder Bitterkeit ist. Vielleicht triffst du eine Entscheidung, vielleicht lässt du los, ich weiß nicht, wo du gerade bist, oder du sagst, Gott, zeig mir mal die Punkte, die ich gerade verdränge. Weil wir sind echt gut darin, wenn es mal ein bisschen besser läuft, nur ein bisschen besser, in der Ehe oder wo auch immer. Es muss nur ein bisschen besser laufen, was machen wir, sagen wir, passt schon. Obwohl wir wissen, wir hängen da immer noch als Ehepaar. Und es wird bestimmt beim nächsten Streit wieder kommen. Ich lade dich ein, ehrlich zu werden, weil Jesus, das ist mein Abschlussgedanke, Jesus hat das hingekriegt. Er wurde verletzt, er wurde verraten, er wurde verachtet. Er wurde immer wieder von Menschen so behandelt, wie der, der es nicht verdient hätte, niemals behandelt werden dürfte. Und Jesus hat es trotzdem geschafft, sich zu entscheiden, zu vergeben, loszulassen, Gott zu suchen, im 1:1. Ich glaube, er hat oft auf den Bergen, wo er war, Gott angeschrien. Und hat sich aufgeregt über diese Stinkpilze von Jüngern, die er da gekriegt hat. Die haben ihn bestimmt auch mal genervt. Sag ich es mal als Pfarrer so. Es ist deine Zeit. Red mit Gott drüber. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und ich lade dich ein, einfach mit Gott zu reden. Und ich bete jetzt am Anfang, das ist eine intensive Zeit für dich. 1:1 mit Gott an deinem Platz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einfach jeden von uns kennst. Du weißt die Situation, wie wir stehen, auch ob wir dich noch gar nicht kennen. Vielleicht ist auch der Schritt dran zu sagen, Jesus, ich will zum ersten Mal das erleben und erkennen, was du am Kreuz getan hast. Und ich bete für jeden von uns jetzt hier in Bad Tölz, für jeden im Kino, einfach, dass du
uns eine intensive Zeit schenkst, eins zu eins mit dir, dass die gesungenen Gebete wie eine Plattform sind, auf die wir aufsetzen können. Amen.